Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video-Quick-Tipp auf der sophistikeinsteiger.de. Mein Name ist Frank Weber und in dem heutigen Video möchte ich Ihnen zwei Möglichkeiten zeigen, wie Sie überlagerte Schnittgrößen wieder rückwärts nachverfolgen können. Das heißt, wie Sie sich anschauen können, aus welchen Originallastfällen kommen denn bitte diese überlagerten Schnittgrößen. Ich werde Ihnen hier in diesem Video zwei Möglichkeiten zeigen, einmal grafisch in einem Task und auch einmal als Text-Task. Sie müssen sich also danach wieder nur entscheiden, welche Variante Sie bevorzugen werden. Aber ich vermute mal, wenn Sie das Video gesehen haben, kenne ich die Antwort jetzt auch schon. Ja, das heutige Video ist übrigens auch wieder durch eine Frage von einem Anwender entstanden. Gucken wir uns kurz unser Beispielprojekt an, um das es heute geht. Das kennen Sie ja schon aus einem anderen Video, wo es um die Weiterleitung von Auflagerkräften ging. Was haben wir hier? Wir haben eine einfache Zweifeldplatte. Sie ist in der Mitte hier nochmal gelagert. Und was haben wir an Originallastfällen drin? Einmal Eigengewicht, dann eine weitere ständige Zusatzlast. Das könnte zum Beispiel Fußbodenbelag sein. Und dann habe ich hier mal zwei Verkehrslasten eingetragen, nämlich einmal das Feld links und einmal das Feld rechts. Diesen fünften Lastfall, den können wir hier komplett ignorieren. Der hat keine Einwirkung zugewiesen bekommen. Das heißt, der wird automatisch bei der Überlagerung ignoriert. Was haben wir weiterhin? Also diese Lastfälle sind schon berechnet worden. Wir haben auch unsere Kombinationsvorschriften entsprechend der Norm schon mal festgelegt. Brauchen wir hier auch nichts dran zu ändern. Und wir haben auch hier die Überlagerung entsprechend dieser Kombinationsvorschrift hier erstellt. So, und bevor wir jetzt letztendlich diese Rückverfolgung starten können, müssen wir uns natürlich erstmal um ein paar Vorbemerkungen kümmern. Das heißt, wir müssen sehen, für welches Element wollen wir Schnittgrößen zurückverfolgen und welche Schnittgröße aus welchem Überlagerungslastfall. Gucken wir uns das Ganze mal an. Fangen wir an mit dem Element und ich schalte hier mal um und nutze hier dieses Auswahlwerkzeug. Jetzt können Sie hier verschiedene Elemente sich raussuchen und wir sagen mal, okay, wir nehmen das Element 100, 105. Das muss ich mir erstmal ganz kurz aufschreiben, weil das werden wir gleich brauchen. Also 100, 105. Gut. Was brauchen wir weiterhin? Wir brauchen natürlich eine Schnittgröße und den dazugehörigen Lastfall, Überlagerungslastfall. Das kriegen Sie auf zwei Möglichkeiten. Ich zeige Ihnen mal hier die eine, nämlich hier direkt im WinGraph. Wenn ich dort reingehe, zeigt er mir alle vorliegenden Schnittgrößen an. Gehe also in die Ergebnisse, Flächenelemente, Schnittkräfte. Okay, wir hatten schon gesagt, wir wollen die Biegemomente MXX zurückverfolgen. Ich gehe mal in die Draufsicht und jetzt müssen wir eigentlich nur noch einen Lastfall aussuchen. Und dann nehmen wir hier mal das Maximum, das ist der Lastfall 1101. Den schreibe ich mir auch mal auf, 1101 aus der entsprechenden Kombination. Gut, 1101 und MXX Maximum. Gut, wenn wir Minimum haben wollten, könnten wir den zweiten Lastfall hier auch noch aktivieren. Aber das brauche ich jetzt erstmal nicht. So, wollen wir die Änderung speichern? Nein, wollen wir nicht. Und jetzt gehen wir wieder in diesen Überlagerungsdialog zurück. Das heißt, ich starte jetzt mit der ersten Variante. Gut, starten wir das Ganze. Hier haben wir unsere klassischen, Überlagerungen und entsprechend auch schon eingestellt, was wir wie ausgegeben haben wollen, beziehungsweise Überlagerungsvorschriften. Interessant wird jetzt hier hinten dieser Reiter Ausgabe. So. Jetzt werde ich aber nicht hier direkt eine Ausgabe anfordern, weil dann würde ich für alle hier sämtlichst markierten Schnittgrößen eine Ausgabe kriegen. Das will ich nicht haben. Also markiere ich erstmal diese Überlagerung, um die ich mich jetzt genauer kümmern möchte. Ich sage also, die möchte ich kopieren, markiere sie und sage neue Überlagerung. Dann wird sie einfach nur kopiert. Und jetzt sagen wir, okay, wir wollten nur das Biegemoment MXX. Und jetzt gucken wir hier nochmal rein. Wir wollten auch nur das Maximum. Und was wollen wir haben? Wir wollen natürlich die Werte der Ausgangslastfälle. Ich möchte die Kräfte haben und ich möchte die Faktoren der Einwirkung und Lastfälle meinetwegen haben. Das Einzige, was ich jetzt hier noch eintragen muss, ist natürlich die Elementierung. Falls bei Ihnen hier diese Felder nicht ganz sichtbar sind, schalten Sie bloß einfach mal hin und her zwischen Gruppe und Knoten, Elementnummer und dann entsprechend
haben sie auch eine saubere Darstellung, also 100 und 105 hatte ich hier gesagt. Das muss ich natürlich bei der Endnummer auch eintragen, weil ich will ja nur das eine Element haben. Gut, soweit ist alles vorbereitet. Jetzt sage ich einmal bitte diese Änderungen auch übernehmen. Und ja, wenn ich jetzt diese Dialogbox mit OK verlasse, ist er hier sofort ausführen auch aktiviert. Und er rechnet mir entsprechend diese Überlagerung nochmal neu und stellt mir auch diese Rückverfolgung entsprechend zusammen. Wenn wir uns das in den Ergebnissen angucken, sehen wir das auch sofort in einem eigenen, ja, unteren Bereich bei der jeweiligen Überlagerung. Nämlich hier erster Maximallauf und dort haben wir die Schnittgrößen in Flächenelementen. Hier ist es schon markiert und damit Sie es ein bisschen besser lesen können, mache ich das mal ein bisschen größer und scroll mal an die Stelle, um die es jetzt geht. Ja, das ist diese Zusammenstellung, die er Ihnen entsprechend jetzt hier rausgesucht hat. Wir haben die Originallastfälle 1, 2, 10 und 11 mit den entsprechenden Werten. Wir haben hier die Summe nochmal je nach Einwirkung und wir haben hier die ermittelten Faktoren, die jetzt hier zum Tragen kommen, nämlich hier bei dieser Überlagerung Maximum nur die Lastfälle 1, 2 und 10. Der 11er wird entsprechend nicht berücksichtigt und das führt eben dann dazu, dass wir hier entsprechend unsere Überlagerungsschnittgröße haben. Gut, das ist Variante 1, die lassen wir einfach mal geöffnet, schieben sie nur runter und wir gehen in die Variante 2 rein. Die Variante 2 wird ein reiner Texttast werden, aber haben Sie keine Angst, das ist so einfach, das werden auch Sie lieben lernen. Wir würden also im Normalfall hier sagen, okay, neuen Task einfügen und dann entsprechend einen Texttast hier einfügen. Das habe ich hier mal schon vorbereitet und ich starte einfach mal diesen Texttast. Und damit Sie auch wissen, was passiert, öffne ich auch gleich mal die Hilfe. Und ja, was starten wir hier? Wir nutzen das Programm Maxima natürlich für die Überlagerung, das ist klar. Wir haben eine Kopfzeile, das ist auch nichts Neues für Sie, einfach nur eine Überschrift, die wir auch später dann im Ergebnisdokument wiederfinden. Und das ist die eine Zeile, die Sie nur brauchen. Und wenn Sie sich die angucken, die ist wirklich total simpel. Man sieht auch sehr schön in der Hilfe, was dort gemeint ist, beziehungsweise hier unten sind die Optionen nacheinander auch direkt gelistet. So, was haben wir also? Wir wollen den Track-Befehl starten. Wir wollen also Lasten rückverfolgen. Dann als nächstes haben wir den ersten Bereich LF. Sehen wir auch hier in der Reihenfolge, also LF. Welchen Lastfall wollen wir untersuchen? Da hatten wir gesagt, den Lastfall Tau. Ja, 1101, das stimmt. Für welche Elemente wollen wir Schnittgrößen rückverfolgen? Haben wir hier die Quads eingestellt. Wenn Sie zum Beispiel auch ja, Balken im System haben oder andere Schnittgrößen rückverfolgen wollen, können Sie hier natürlich diese ganzen vielen Elementtypen auch entsprechend auswählen. Und das Einzige, was ihm jetzt noch fehlt, ist die Elementnummer. Und da hatten wir gesagt, wir nehmen die 100-105, die steht hier schon drin. Ich sage, da müssen Sie nur darauf achten, dass Sie hier natürlich die gleiche Elementnummer eintragen. Diese eine Zeile reicht völlig aus, wie wir gleich sehen werden. Das, was hier unten noch steht, das sind einfach mal für Sie weitere Optionen, die ich hier aktiviert habe, damit Sie sehen auch, ja, was passiert denn, wenn ich zum Beispiel diese Optionen noch zusätzlich aktiviere. Das sind dann praktisch hier Verfolgungsoptionen, einmal I und F. Die habe ich Ihnen mal mit reingenommen, können Sie sich angucken. Und eventuell, wenn Sie ja einen weiteren Lastfall untersuchen wollen für das gleiche Element oder eben zum Beispiel auch ja, weitere Elemente für den gleichen Lastfall, dann können Sie das hier entsprechend auch ergänzen und das Kommentarzeichen vorne entfernen. Das heißt, Sie können hier wirklich mit so einem Lauf auch mehrere Geschichten in einem Rutsch nachverfolgen. Das war es also schon. Also starten wir mal diesen ja, Rückverfolgungstask und sage auch bitte diesen Task berechnen. Ist schon fertig und wir gehen auch hier in die Ergebnisse rein. So. Auch hier mache ich das Ganze mal wieder ein bisschen größer. Und das ist die kleine Tabelle, die wir jetzt bekommen haben. Wir haben unser Element 105, wir haben den Überlagerungslastfall 1101, das Biegemoment MXX, nämlich Maximum aus der seltenen Kombination. Und hier sind die beteiligten Lastfälle mit ihren Faktoren. Und entsprechend hier auch das Endergebnis, die überlagerte Schnittgröße. Und das Gleiche finden Sie natürlich auch hier wieder. Klar, logisch muss ja das Gleiche rauskommen.
Super, das war's schon wieder. Sie haben gesehen, wie einfach das ist. Und ich vermute mal auch, dass Sie in Zukunft wahrscheinlich diese zweite Variante bevorzugen werden. Hört sich zwar erstmal kompliziert an, Text-Task, aber wenn Sie es einmal gemacht haben, wissen Sie auch, wie einfach das ist. Und das können Sie ja dann ganz in vielen Projekten weiterverwenden über Copy and Paste. Ja, super. Damit bin ich auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas gelernt, was Ihnen ja in Ihrem Sophistik-Alltag hilft. Ich bedanke mich an dieser Stelle wieder bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Video. Ihr Frank Weber von der Sophistikeinsteiger.de.